Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gaming-Kellner, und heute serviere ich euch ein brandneues Let's Play à la FIFA 14. Und wir sind wieder in der FIFA, in der Ligaspiele gegen Hoffenheim. Also, ich sehe gerade Tabelle, wir sind immer noch Erster nach 6 Spielen und 14 Punkten mit 3 Punkten Vorsprung auf die Bayern und auf den VfL Wolfsburg. Dicht darauf folgt Dortmund, Gladbach und die anderen interessieren uns erstmal nicht. Die haben 6 Punkte Abstand. So, was ich gerade gecheckt habe, zieht euch diese rein. Ribéry und Heung-Min Son von Leverkusen. Beide gleich auf mit den Toren und da Begegnungen halt. Ja. So, wir springen in Hoffenheim. Letzt Jahres fast Absteiger, muss man sagen. Also, ich denke, wir können 3 Punkte mitnehmen. Es ist möglich. Wir müssen aber schauen, was im Spiel läuft. So, ich hasse Regen, muss ich dazu sagen. Ich hasse auch Schnee im Spiel. Wir werden heiter machen. Ich werde das ein oder andere Regen-Schneespiel oder keine Ahnung was schon mal spielen, aber jetzt, nee, kann ich vergessen. Oder sowas. Oh, für Scheiße. Wie habe ich das jetzt denn gekriegt? Der kommt. Nein, der geht genau durch. Naja, war mal nix. So, Leute, gegen Hoffenheim geht's jetzt. Schon Ball erobert. Also, das ist schon mal schlecht gespielt jetzt hier. Ja, komm, komm. Spiel ihn doch. Oh, meine Güte. Ach, Mann, ey, komm, Schiri, sowas kann man doch nicht sehen. Sowas ist doch keiner, Mann, willst du mich verarschen? Kein Idiot hätte das als Abseits anerkannt. Ja, komm. Lauf, 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 lauf. Scheiße. Unser. Schön. Komm, 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 komm. Yes! Heung-Min Son. Was für ein geiles Ding mit dem Kopf. Ein Japaner, Chinese, keine Ahnung, was der ist. Trifft mit dem Kopf. Sowas schaffen auch nur wir, oder? Schön geiles Ding, ey. Schön durch und dann mit dem Kopf über den Torwart. Und dann hüpft das Ding einfach nur rein. 1-0, 11. Minute. Kießling schon wieder durch. Ey, das war ja mal schlecht. Komm, Kiesling, komm, mal kämpfen. Komm. Alter, was sind denn das für Pässe hier? Da kann ich ja mit Schalke besser spielen, Mann. Das gibt's ja nicht. Alter, stellt sich mir einfach einen fucking Weg. Oh, lauf doch durch, Castro, Mann. Für was läufst du so quer? Wenn, dann musst du durchlaufen, direkt. Sonst lohnt sich das doch nicht. Ey, faul. Schiri, das war ein fucking Foul.
Will der mich verarschen, ey? Oh, und den kriegt Kiesling auch nicht. Mann. Alter Schwede. Schön. Jetzt einen schönen Seitenwechsel. Perfekte dann gleich. Geschickt. Nochmal über außen. Bender ist durch. Oh, und jetzt bloß nicht auskontern lassen, gell? Den hat er. Ah, oh, Mann, kannst du nicht früher zum Ball hin. Alalalala. Für uns. Na, was für die, Alter? Der labert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stand der frei. Wie peinlich, Mann. Schau mal, da kann man nicht mal wegköpfen und dann... Alter, Mann, ey. Was für eine Scheiße. Wir hatten doch so einen guten Vorsprung hier. Vor den Bayern. 3 Punkte, Mann. Sowas muss man erstmal schaffen. 3 Punkte vor den Bayern. Apropos, spielt der, glaub, Bayern gegen Bayern, ne? Oder andersrum. In der Bundesliga. Oh, gerade so dazwischen. Das gibt's ja nicht. Was war jetzt schon wieder? Ach so, Halbzeit. Ich dachte gerade schon, hä, was geht jetzt ab? Frank Grünbusch, bla bla bla. Ja. Lauf doch fucking durch, Mann. Schön, Hilbert. Der Ball kommt, der muss rein. Nein, natürlich nicht. Schön, gestoppt. Nein, verdammte fucking Scheiße. Ne. Ach du Behinderter, ich wollte doch noch nicht schießen. Oh, alter Schwede. Ich wollte noch nicht mal schießen. Nee, das gibt's ja nicht. Abseits, oder? Alter, der. Oder abseits erkennt man, das gibt's ja nicht. Lauf, Kiesling, lauf! Yes! Heung-Min-Son! Wird das die Vorlage des Jahres? Nein, wird's nicht. Oh mein Gott, wie hat Kiesling den nicht kriegen können? Er hatte ihn schon zwischen den Beinen und verliert ihn noch.
Castro. 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 Alter Mann, das gibt es nicht. Keine Flanke kommt gut genug in die Mitte. Ich glaube, wir haben so unsere Probleme in der zweiten Halbzeit. Ist das so? Manometer. Ich erinnere mich ja gerade, ich habe euch ja beim letzten Part von dem Film erzählt, Praktikum. Wisst ihr, wie der überhaupt auf die Idee ist, bei Google ein Praktikum zu nehmen? Er hat bei Google Google gegoogelt. Ja, so kompliziert wie das klingt. Er hat bei Google Google gegoogelt. Und dadurch hat er dann dieses Praktikum bekommen mit seinem Kumpel. Oder dadurch kam er auch auf die Idee. Er hat bei Google irgendwas gesucht und dann hat er nur das Google-Logo angestarrt und hat dann Google bei Google gegoogelt. So was muss man als Zungenbrecher machen. Sag mal, er hat bei Google Google gegoogelt. Google. Yes! Letzte fucking Minute, Kießling mit dem Kopfballstoß. Heilige Scheiße, geht doch lang. 2:1, letzte Minute. Wie der da halt hinhechtet mit dem Kopf. Zwischen drei Leuten kriegt Song den Ball da noch hoch. Und ich denke, das sind 3 Punkte für uns. Jetzt setze ich da mal so noch abpfeifen. Yes! 3 Punkte, Leute! 2:1 gewonnen. Bei Hoffenheim, gegen Hoffenheim und um Hoffenheim herum. So ungefähr. So, jetzt schauen wir uns gleich mal die Tabelle an. Wir sind auf jeden Fall noch Erster. Schauen wir mal, ob Bayern gepatzt hat. Das kann man ja jetzt schlecht sagen. Ne, ich glaube nicht, die haben ja 2:0 gegen Ding gewonnen. Gegen Schalke. Puh. Ja, aber ich glaube, das war letzte Woche. Oder nicht? Boah, hey, kein Plan, Leute. Hat so kein Plan. So, wir haben als einziger schon 7 Spiele. Ach, wir hatten Freitagsspiel. Und wir haben gleich am Sonntag das nächste Spiel. Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall sind wir Erster im Moment. Egal, wie die Bayern spielen und wie die anderen da unten spielen. Ich verabschiede mich dann bei euch. Lasst doch einen Kommentar da, ein Like. Was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Gaming-Kellner. Ciao.